Die Krabbe und weitere Krebstiere. Krebstiere bilden einen Unterstamm der Gliederfüßer, die sich vor allem durch eine große Formvielfalt auszeichnen. Bekannte Vertreter sind neben der krassen und der krossen Krabbe der Krebs und der Grips, die französischen Krebstiere, der Einsiedlerkrebs, die Urzeitkrebse, der Bochhummer, der Hummer Simpson und die Langhusten. Allen gemein sind den Krebstieren zu Scheren geformte vordere Extremitäten. Dank dieser Scheren können Krabben sehr schöne Bastelarbeiten anfertigen und sind zudem exzellente Friseure. In ihren Ohren können Krabben damit aber nicht poolen, sie besitzen nämlich keine. Wissenschaftler haben in einem komplexen Versuchsaufbau herausgefunden, dass Krabben stattdessen durch ihre Beine hören. Im Versuch wurde eine Krabbe zunächst angeschrien, wodurch der akustische Fluchtreflex aktiviert wurde. Anschließend wurden der Krabbe die Beine abgeschnitten und diese abermals angeschrien. Die Krabbe flüchtete nun nicht mehr. Der Beweis war erbracht, Krabben hören mit den Beinen. Auch die Fortbewegung der Krebstiere lohnt einen besonderen Blick. Wenn krabbelnde, brabbelnde Krabben hinter krabbelnden, brabbelnden Krabben krabbeln, krabbeln, brabbelnde, krabbelnde Krabben, brabbelnden, krabbelnden Krabben hinterher. Krabben graben Gräben, in denen sie dann leben. Gepanzerte Schützenkrabben leben im Schützengraben. Zur Fortpflanzung bilden Krabben Krabbelgruppen, in denen sie sich gegenseitig begrabeln. Von Kopf bis Fuß Mr. Krabs bis zu 1,24 Meter. Des Weiteren hat der Hummer eine Flügelfläche von 0,0 Quadratzentimetern bei etwa 5 Kilogramm Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Der Hummer weiß das aber nicht und fliegt einfach. Ansonsten haben Hummer Kummer, denn sie lassen sich viel zu leicht vom Menschen fangen. Als einfacher Lockruf dient dem Menschen dazu ein kräftiges Hummer, 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 tätere. Die Ernährung der Krebstiere ist exotisch und toxisch. Sie fressen Krabbenburger oder Krabbenchips und saufen bevorzugt Krabbencocktail. Aber Vorsicht! Betrunkene Krabben können für Menschen und Primaten lebensgefährlich sein. Daher auch das Sprichwort Krabbe zu, Affe tot. Stirbt das Krebstier selbst, wird es von den Artgenossen zu Krabbe getragen. Dabei herrscht Krabbesstimmung. Oh Mann, was für ein Crap!